Hallo und herzlich willkommen zurück bei Donkey Kong 64. In der letzten Folge haben wir Chunkys letzte goldene Bananen gefunden und ja, jetzt ist der Boss dieses Kamikaze-Kastells dran, also auf geht's. Okay, wie viele goldene... Oh. Ach stimmt, hier kann man einsehen, welcher Kong wie viele Bananen schon gegeben hat. Okay. 400! Damn! Okay, Chunk, wir fangen mit deinen Grünen wieder an. Ich glaube, abgesehen auf bis auf Diddy habe ich bei jedem Kong auch 100 Bananen hingekriegt, hm? Oh, ups. Ah, das war ein Viertel. So, Tiny? Ja. 100. Wenn er jetzt 200 Bananen weg hat, ist jetzt Scuff genauso groß sein wie Truff. Und man sieht das Wachstum hier immer schlechter, weil die einfach so viel brauchen. Okay. Boah, kommt hin. So, Lank. Verfressenes Vieh. Okay. Ich überlege schon, wie ich jetzt nach diesem Boss am besten vorgehe. Naja, wir werden sehen. So, Diddy war der Einzige, der keine 100 Bananen hat, also machen wir mit Donk weiter. Okay. Blank, huh? Na schön. Dann geh mal rein, Orang-Utan. Ach, der Boss ist so schlecht, ey. Wenn, seht ihr, woran die da basteln? Einer King K. Rool Attrappe. Echt, ey, sowas. Wir schleudern uns einfach nur mit Kanonen da drauf. Und wieder schießt der Laser, genau. Während dieser Zeit ist er auch nicht angreifbar. Und er braucht insgesamt 9 Treffer. Okay. Treffer 3 und 6 läutet er immer andere Phasen ein. Aber au! Das Tauschfass können wir übrigens nicht aktiv benutzen. Ist nur für den Fall, dass wir uns jetzt ausballern. Über die Mauer hinweg. So. Treffer 3. Er verliert schon den ersten Arm.
Jetzt ist seine Taktik einfach nur, dass er ein Original und ein Fake anzeigt. Das Fake ist dadurch zu erkennen, dass es dunkler ist als das Original. Und jetzt sagt mir noch, dass dieser Boss nicht scheiße ist. Im Gegensatz zu den anderen ist der hier blöd. Okay. Erkenne ich sofort dieses dunkle. Ja, dieses dunkle Imitat. Was sogar noch ein Imitat vom Imitat ist, praktisch. Von Pap Atra, wie sie diesen Boss genannt haben. Ja, hier. Jetzt wird's scheiße. Jetzt wechselt er 6-mal die Position. Und nur beim 6. Mal ist er wirklich ein bisschen länger zu sehen, sodass man dort am besten die Gelegenheit hat, auf ihn loszugehen mit der Kanone. Ansonsten verschwindet der sehr schnell. Und wenn man zu langsam ist, schießt man sich übers Aus und man muss den nächsten Kong einsetzen. 3, 4, 5, 6! Jawoll! Oh, blöder Papa-Trap. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay. Ein Treffer noch und das war's mit dem. Dann ist auch dein Schädel weg. Blöde Lasergeschieße. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh Gott. So, das war's schon. Was für ein mieser Boss. Schlüssel Nummer 7. Alright. Dann können wir ja diese Gruselfestung jetzt verlassen. Und bringen den Schlüssel gleich zu Kaelamsee. Obwohl... Nee. Noch nicht. Bevor wir hier weggehen, werden wir hier noch die Blaupause von Diddy mitnehmen. Dann müssen wir uns hier nicht nochmal hochschießen. Erst müssen wir ja leider sein Tor aufschießen mit Donk. Scheiß Zielsuchmunition. Okay, jetzt holen wir schnell Dit. Okay, dann hat Diddy hier schon mal seine Blaupause. Sollte möglichst alle gesammelt haben, bevor man die Kommandantur von K.Rool betritt. Und auch abgegeben natürlich, ist klar. Weil sie dann endlich mal eine Wirkung zeigen. So, Lank. Hier. Von wo fallen wir eigentlich runter? So, hier. Wir sind ja schon gleich bei Kaelamsee.
Okay. Schlüssel Nummer 7. Einer fehlt noch. Diesmal bleibt das Maul nämlich offen. So, jetzt muss ich aber doch mal nachgucken, wie es mit unseren Bananenfeen aussieht. 17 von 20. Wieso fehlt immer noch eine, außer bei den Zweien in der Kommandantur? Wo fehlt eine? Ah! Ja, ich verstehe. Ich weiß, wo die ist. Ah. Die ist da, wo Tinys Blaupausenmann sich versteckt hier auf den Decay-Inseln. So, wie gehen wir jetzt am besten vor? Wir nehmen am besten erstmal Tiny. Wir gehen mal in die Lobby von der Kristallkaverne, sammeln dort Lankys Blaupause ein. Einfach nur Tiny genommen, weil sie am besten dorthin kommt. Zwar haben wir es mit Donkey auch geschafft, aber das war mehr Glück. So. Der war doch hier, oder? Ja. Ja. Bei Flucht der Scheiße noch eins. Okay. So. Diddys und Lankys haben wir. Chunkys war in der Lobby von Aqua Alptron. Wir holen die uns jetzt alle. Und gehen dann zu Snide, um die letzten Blaupausen noch einzulösen. Autsch. Andere Banane, die ihm noch fehlt, die müsste in der Lobby von der Kommandantur sein. Genauso wie der Blaupausenmann für Donk. So, ja, wir bleiben gleich bei Chunky. Den brauchen wir nämlich, um Tinys Blaupausenmann überhaupt erst zu finden. Dazu geht's in die Lobby von Fabrik Fatal. Gehen in die 4 rein. Ach ja, Fabrik Fatal. Das war ein schöner Level. Mit einem schönen Boss. Dem alten Mad Jack. Den habe ich hier nicht übersehen. Oder, ja, ich habe ihn ignoriert, sagen wir mal so. Nicht nur, dass wir hier den Blaupausenmann haben, wir haben ja auch die letzte Bananenfee für die Decay-Insel. Alrighty. Tiny, schnapp ihn dir. Gut, wir bleiben gleich bei ihr. Wir nutzen den komischen Primato-Portierer hier unten. Autsch. Und gehen in die Lobby von der Kommandantur. Boah. So langsam wird's jetzt heftig. So, das Ding hat eine Maussperre, deswegen können wir jetzt hier rein. Dab, 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 dab.
So, da haben wir den gelben. Alter, der ist ziemlich angepisst. Okay, da hinten haben wir einen Teleporter, einfach nur um dort hinten dann hinzukommen, ohne diese Lava ständig überqueren zu müssen. Ich glaube, das wird noch nichts, oder? Obwohl doch. Ich glaube, hierfür brauchen wir das Zielfernrohr. Ja. Ne? Doch nicht? Ey, wofür habe ich das Ding? Ich habe es nicht einmal gebraucht. Alter, kann der mal mit seinen scheiß Druckwellen aufhören? Okay. Jetzt hat jeder hier die DK-Insel im Blaupausen, aber wir werden mit Chunk hier noch das hier durchführen. Ja. Yeah. Da auf der anderen Seite ist nämlich noch ein Bananenfass aufgetaucht, inklusive ja, diesen Palmen hier. 100 Bananen will der Blocker sehen. So, was? Ah, nochmal Gremlin Crash. Okay. 28 Treffer. Wie gesagt, ich ziehe immer mit Absicht irgendwo anders hin, falls ich meinen roten treffe. Oh, es läuft doch gut eigentlich. Ach komm, bleib ruhig. Wegen Hurry. So was schüttelt man locker aus dem Ärmel. Okay. Okay. War so nicht geplant. Was soll's. Gut. Ja, aber wir haben jetzt erstmal unser Ziel erreicht. Alle haben jetzt ihre Blaupausen. Wir geben die jetzt noch bei Snide ab. Und dann ist es schon Zeit für die Kommandantur. Dann treten wir K.Rool in den Arsch. Los, raus hier, verfluchte Scheiße, eins. So. So, hier haben wir den Snide der Decay-Inseln. So, nimm unsere Blaupausen an. Wird ein bisschen nervig jetzt, dass ich das für jeden einzelnen Kong machen muss, jetzt hintereinander weg, aber was soll's. Ist dafür ja auch das letzte Mal. Ich glaube, hier sehen wir auch alle Aktivierungen nochmal. Der Knopf. Das Boot. Der Schuss. Der Hammer. Und der Handschuh. Alles nochmal drin. Das haben wir jetzt schon über 200 Mal gehört, also kommt. Alrighty. Diddy, next. So, dasselbe nochmal für den roten. Das sind jetzt auch Snides letzte goldene Bananen.
Ja, vielleicht hätte ich auch in die Azteken-Arena gehen können und dort zu Snide. Das wäre vielleicht ein bisschen kürzer gewesen, aber was soll's. Alright. Lang. Okay. Abbildung oben rechts ist fertig. Alright. Tiny. Die vorletzte Blaupause. Wir haben es bald geschafft, Leute. Das ganze Projekt. Zu 101%. Mit Chucky haben wir dann 200 goldene Bananen. Obwohl es dann eigentlich 201 sind insgesamt. Die letzte, die ist sehr gut. Ja, was heißt sehr gut versteckt? Muss nur wissen, wo man suchen muss. So, Chunky. Nur noch deine. Dann ist das Bild fertig. Wir können die Wirkung davon in der Kommandantur sehen. Okay. 200. Nice. Okay. Jetzt haben wir die Option Bonus dort stehen. Geilotastico. So, unter Bonus finden wir jetzt hier nur die ganzen Mini... Na gut, nicht alle, glaube ich, aber viele von den Minispielen. Fliehende Fliegen, funkelnde Feen. Kann man alle nochmal spielen, wenn man will. Wenn man will. So, ja, Tiny. Vor allem steht hier in der Statistik 200 von 200 goldenen Bananen. Die eine, die ist irgendwie nicht mal hier aufgelistet. 40 von 40 Blaupausen. Eine von einer Nintendo-Münze. 18 von 20, die letzten zwei sind in der Kommandantur. Die eine Rareware-Münze. 35 von 40 Bananenmedaillen. Auch die letzten 5 sind in der Kommandantur. 7 von 8 Schlüsseln. Der letzte ist in der Kommandantur. 9 von 10 Kronen. Die letzte ist in der Kommandantur. Okay, gut. So, wir brauchen jetzt hier Tiny nur, um dann wieder hoch zum Eingang zu kommen. Durch den Teleporter, anders kommen wir da nicht hin. Okay.
Alright then. So, Chunky, du musst noch mal selber rüber. Denn, ja, dort hinten ist der Teleporter und wir wollen mit Donk rein. Nicht mit dir als erstes. Hopp und hopp und hopp und hopp. Mach schon, zeig mal die Bananen, wir haben es hinter uns, bla bla bla. Das ist nicht mal ein klassischer Level-Eingang, das ist einfach nur eine Schleuse. Okay, gut. Ja, jetzt wird's ernst, Leute. Wir betreten K-Roots. Ja, Festung, wie man so will. Gut, Leute, an der Stelle mache ich jetzt einen Cut. In der nächsten Folge kümmern wir uns um die gesamte Kommandantur. Ist mir egal, wie lange die Folge dauert. Das könnte schon ein bisschen dauern. Aber wir sind kurz vorm Ende. Bis dahin. Tata!